Jo Leute, was geht? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und ja Leute, in dem heutigen Video möchte ich euch mal eine neue Variante zeigen, wie ihr euch verglichen könnt für den Giftcast to Friends, da ja Rockstar einige Versionen gepatcht hat. Ja, diese Version ist es ein bisschen aufwendiger, aber ja, man kann es leider nicht ändern. Was braucht ihr für die Verglichungsmethode? Natürlich zuallererst eine MOC. In der MOC braucht ihr dann auf der dritten Position das Lager für persönliches Fahrzeug. Wenn ihr das habt, braucht ihr noch einen Nachtclub. In der Nachtclub-Garage B2 müsst ihr an irgendein Auto drin stehen haben. Also können auch ruhig mehr drin stehen. Hauptsache, da steht wenigstens ein Auto drin. Dann braucht ihr noch ein CEO-Büro. Ebenfalls mit einer Firmengarage 2. Und ja, wenn ihr das habt, dann könnt ihr eigentlich auch schon starten. Ja gut, ihr braucht natürlich auch noch einen Freund. Der Freund, der sollte dann auch in eure Sitzung sein und in einen Job für einen Titan reingehen. Und ja, wenn der Freund dann im Job für einen Titan drin ist, dann geht einfach mal in eure Firmengarage 2 rein. So, seid ihr in der Firmengarage drin, öffnet einmal das Interaktionsmenü, dann geht ihr auf Markierung ausblenden, auf Jobs und dann guckt ihr, dass ihr alle Jobs auf eigene eingestellt habt. Und wenn ihr das habt, dann geht ihr jetzt einmal zur Fahrstuhltür hin. Jetzt kommt ein kleiner Timing-Bug und zwar müsst ihr jetzt mit X das Büro betreten. Während ihr jetzt das Büro betritt, müsst ihr schnell auf Options drücken, X, dann Touchpad und dann müsst ihr ganz schnell hier einen Job in der Nähe auswählen und ihn dann betreten. Und das müsst ihr wirklich in der Zeit machen, bevor ihr im Büro angekommen seid. Also ich werde es einmal machen. X, Options, X, Touchpad und hier den Job beitreten. Wenn ihr dann im Job angekommen seid, dann ja, könnt ihr einfach den Job dann wieder verlassen. So, wenn ihr dann wieder gespawnt seid, dann seid ihr wieder genauso gefreezed wie ich hier. Und jetzt kommt der Freund im Spiel, der im Job für einen Titan drin ist. Den müsst ihr euch jetzt einmal raussuchen und dann einmal beitreten. Ich mache das Ganze mit dem lieben Mark Army. Grüße gehen auf jeden Fall raus. So, dann geht ihr einfach aufs Profil, auf aktuelles Spiel und dann einfach Spiel beitreten. So, wenn ihr dann im Job drin seid, dann könnt ihr einfach den Job wieder verlassen. Und ja Leute, jetzt wenn ihr gespawnt seid, dann ja, seid ihr nicht mehr gefreezed. Jetzt kommt ein weiterer Part und zwar müsst ihr jetzt in das Auto einsteigen, was ihr euch vorhin aus der Firmengarage, aus der Nachtclub-Garage B2 angefordert habt und fahrt jetzt mit diesem Fahrzeug einfach zu eurem Nachtclub hin. So, seid ihr nun bei eurem Nachtclub angekommen, dann müsst ihr einfach nur noch eure Garagenebene B2 betreten. Und ihr seht, ihr bekommt jetzt so einen flackernden Hintergrund wie ich, das ist auf jeden Fall perfekt. Ja, jetzt müsst ihr nur noch Dreieck drücken. Und ihr werdet jetzt durch die Map fliegen und jetzt seid ihr auf jeden Fall gespawnt. Und jetzt müsstet ihr auch verglitzt sein. Das Problem bei dieser Methode ist auf jeden Fall, ihr seht es nicht, wenn ihr verglitzt seid oder nicht, da ihr die Minimap noch habt und das Waffenrad. Und ja, als nächstes begibt euch einfach zum Nullpunkt. Ja, ihr habt gerade gesehen, dass ich gerade durch die Map geflogen bin und gestorben bin. Das ist natürlich kein Problem. Ich habe ganz vergessen, ich hätte Selbstmord noch begehen müssen. Also einfach Selbstmord begehen. Ja, wenn ihr keinen Selbstmord begeht, dann ja, steppt ihr halt so. Das ist überhaupt gar kein Problem. Schnappt euch einfach wieder ein NPC-Auto. Kein persönliches Fahrzeug, das ist wirklich ganz wichtig. Schnappt euch einfach ein NPC-Auto und ja, fahrt damit jetzt zum Nullpunkt. So Leute, seid ihr beim Nullpunkt angekommen, dann macht einfach die gleichen Schritte wie immer. Also geht ihr zu Sonderfahrzeuge und fordert erstmal eure mobile Kommandozentrale an. So, ist dann eure mobile Kommandozentrale an, dann fordert euch einfach ein Auto an, was ihr nicht mehr benötigt oder einfach ein Energy.
So ist der LEG angekommen, dann ja, müsst ihr noch dahin laufen und dann mit eurem Freund einsteigen. Ja, euer Freund, der jetzt Beifahrer ist, der sollte dann jetzt einmal in die Franklin-Meldung gehen. So, ist dann euer Freund in der Franklin-Meldung drin, dann könnt ihr jetzt einfach zum blauen Kreis hinfahren, mit Steuerkreuz rechts drücken und Fahrzeugmeldung voll annehmen. Dann wartet ihr, bis euer Freund ausgestiegen ist. So, dann fahrt ihr ein paar Meter zurück, so dass der blaue Kreis wiederkommt, wenn ihr aussteigt. Dann geht ihr jetzt einmal für 5 Sekunden circa in die Franklin-Meldung rein. Also jetzt sind praktisch wieder dieselben Schritte wie damals auch. Und ja, dann laufen wir jetzt zum blauen Kreis. Einfach mit X betreten. Jetzt solltet ihr einen unendlichen Blackscreen haben. Das ist auf jeden Fall sehr gut. Jetzt geht ihr noch einmal in die Franklin-Meldung. Bleibt dafür 3-4 Sekunden drin. Einfach mit Kreis ablehnen und schon seid ihr unsichtbar. Jetzt sucht ihr einfach euch das Auto aus, was ihr ziehen möchtet. Und schon habt ihr das Auto in eurer MOC drin. So, seid ihr jetzt wieder draußen, dann könnt ihr jetzt eure MOC wieder einlagern oder ihr macht einfach weiter, wenn ihr fertig seid mit dem Giftcast of Friends, dann lagert einfach euer MOC wieder ein und fordert dann euer persönliches Fahrzeug aus der MOC an oder halt irgendein anderes Auto, ist eigentlich ganz egal. So, wenn das Auto dann angekommen ist, dann müssen wir jetzt einmal zum Casino fahren, zur Penthouse-Garage, um uns dann einmal zu entglitschen. So, seid ihr dann beim Casino hinten angekommen, dann fahrt einmal zu der Garage hinten und dann lauft einmal in die Penthouse-Garage rein. Oder ganz normal ins Parkhaus, ist eigentlich ganz egal. So, wenn ihr einmal drin seid, dann geht einfach direkt wieder raus. Und schon seid ihr entglitscht. Ja Leute, das war's auf jeden Fall schon mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es denn so sein sollte, würde es mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr mir noch ein Like und ein Abo da lassen würdet. Und ja, da würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.